Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon. Pokémon Schwert, die Insel der Rüstung. Und Leute, es ist so cool, dass jetzt die Pokémon hinter einem herlaufen. So cool. Snomnom ist total langsam, habe ich schon ausprobiert. Es ist aber echt mega cool. Vor allem, wenn so ein Luxtra hinter dir herläuft, das ist schon. Komm mal raus hier. Oh, cool. Ich habe ja gehofft, vielleicht konnte man mit dem reiten. Das geht aber leider nicht. Vielleicht ist Luxra auch zu klein dafür. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir heute mit Dakuma spazieren gehen. Wir gucken mal auf die Karte, wo wir da überhaupt hin müssen. Also wir müssen dahin in die Ringbucht. Da kommt man von da aus. Okay. Und dann da oben. Okay, dann gehen wir erstmal in die Ringbucht. Nehmen wir das Fahrrad. Ja, Bullefrau, die interessiert uns relativ wenig. Oh, es regnet. Ah, oh, schön. Okay, wieso von uns? Die haben wir eh. Ah, Quapuzzi, da muss ich Dingsen nicht mehr. Dingsen. Quapse nicht entwickeln. Na komm, fangen wir den. Dann fangen wir dich, Kleinen. Also heute werden wir auf jeden Fall alle Dinger da abgehen, wo wir mit Dakuma hingehen müssen. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen dauert, weil die Zone ist ja hier echt groß, finde ich. Wirklich groß. Echt cool gemacht, wirklich. Ich freue mich aber immer noch auf nächste Woche, wenn Nintendo dann irgendwas Neues da, also, ne? Ankündigt. Ich weiß, vierte Gen wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber, ja, weiß nicht. Ne? Während der Präsentation war im Hintergrund nur Johto und Galar-Pokémon zu sehen. Und ja, das macht mir ein bisschen Angst, dass es sich um Let's Go Johto handelt. Obwohl ich jetzt das nicht schlimm finde. Weil Let's Go war eigentlich ganz cool, außer der Schwierigkeitsgrad. Aber trotzdem wünschte ich mir. Wünschte ich mir lieber ein Remake von der vierten Generation, Leute. Ich hoffe, es kommt trotzdem. Ich hoffe es. Er hat ja eigentlich gesagt, wir haben lange darauf gewartet. Er hat so gemeint, ja, ihr habt lange darauf gewartet. Aber ich erzähl's euch erst nächste Woche und kann euch dann auch was zeigen. Lange gewartet heißt natürlich eigentlich, ne? Sinnoh-Region, würde ich sagen. Weil auf Let's Go Johto 2 Jahre oder 3 Jahre, die man da gewartet hat, weiß ich nicht, ob das lang ist. Also ist auf jeden Fall nicht so lang wie Sinnoh. Ne? Und deswegen hoffe ich einfach auf Remake von Diamond and Pearl. Das fände ich mega cool. Ich finde es auch cool, dass Quaxu hier herumläuft. Außer, dass er mich jetzt hier einschläfert. Das finde ich nicht ganz so cool. Das heißt, ein Kingstein weniger, den ich benutzen muss. Das ist auch super. Weil da fehlt mir eigentlich nur Sherox und Lashoking. Und irgendwie muss ich noch Lamus bekommen. Mal gucken. Ich mag Quaxo echt gerne, aber man kriegt das immer erst so spät in jedem Pokémon-Spiel. Und das finde ich dann immer so ein Abturner. Weil ich will ja dann eigentlich mit meinem Team kurz vor der Liga, mit meinem Hauptteam dann die Liga machen und nicht, wenn dann hier Quaxo 5 Minuten vor der Liga kommt. Ne, also, Mann. Gib doch einfach einen Kingstein sofort her. Leute, Nintendo. Wieso macht ihr sowas? Naja, egal, wir gehen jetzt erstmal in die Ringbucht. Die ist hier drinnen. Aber erstmal wollen wir uns natürlich hier, ne? Paar Bären. Am liebsten Aprikoko. Aprikoko. Oh, 2. Oh, ich hab, ja, komm, machen wir einfach. Ich habe jetzt keine Lust auf einen Raffelkampf. Die nerven mich nämlich ja am meisten im Spiel. So, wir gehen hier rüber. Das ist nicht irgendwo. Wir müssen hier rein.
So, die Tapferkeit. Da rechts geht's nicht weiter. Den haben wir. Den haben wir alle. Okay, da hinten ist der Ausgang. Super. Mal gucken, welches Wetter da ist. Ich find's echt cool, dass Tektas da ist. Oh, hier ist auch kein schönes Wetter. Aber es hier regnet es zumindest nicht. Ich habe mal versucht, so Mantips zu fangen, ja. Aber irgendwie, wenn es einmal runtergesprungen ist, finde ich es nicht mehr. Da komme ich nicht so hoch, ne? Nee. Okay, wo geht's hier hoch? Hier. So. Okay. Ja, mein Pokémon. Oh, da hinten ist noch ein Pokéball. Oh, ein Zeroaki. Den habe ich auch schon. Oder greift uns gleich an. Wie komme ich hier runter? Warte, muss ich mit meinem Dakuma hier herumlaufen? Oder was ist jetzt hier? Dakuma, komm mal bitte. Bist du lahmarschig. So. So? Hä? Also was muss ich denn hier machen, Leute? Da ist ein Ausrufezeichen, ja? Freunde dich mit Dakuma an und sprich dann mit Meister Maastricht. Aber was sind denn dann diese Ausrufezeichen? Ich meine, ich war jetzt hier. Hier ist anscheinend. Oh, hier ist ein Dick da, habe ich gerade gesehen. Da. So. Ja, hier haben wir noch einen Baum. Keine Dings. Immer noch keine Aprikoko. Ne, ich will Aprikoko haben. Alter. Ach, komm, aufhören. Dann nehmen die Qualottbären. Okay. Wo bist denn du? Dann machen wir mal einmal hier Camping. Wenn es nur ums Freundschaft geht, Ding, ne? Was war das denn? Weiß ich nicht. So, hier, komm mal her, Kleiner. Komm. Komm hier. Hui. Na? Oh, es greift an. Oh. Was haben wir hier noch? Ein Ball. Okay, hier, hol mal den Ball. Los, Dakuma. Oh, Citra King, nicht du. Ach, Mann, ey. Nein, ja, lass mich weg. Ich will Dings rufen. Hier, hallo. Komm her, Süßer. Komm her. Na, wie geht's? Erzähl mir mehr. Bis später. Ich möchte eigentlich kochen. Kochen. Okay. Dann Gewürzmix. Oh. Oh, lol. Pff, egal. Wollte jetzt zwar nicht 10 von den Dingern da rein tun, aber ist in Ordnung. So. Okay, okay. Erstmal das Feuer anmachen. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Kann man jetzt auch. Ah, guck mal. Man kann auch hier ein bisschen die Kamera steuern. Oh, ne, das ist Flurmüll, oder? Das ist nicht mein Kurama-Dingi. Ja, doch, ist es. Oh. Auf dem Controller finde ich das ja am schwierigsten. Am liebsten würde ich einfach nur meinen Controller drehen. Aber dieses Ding hier. Boah, Alter. Oh Gott, das. Das war ja was. Ah, fast. Ah, ist glaube ich nicht ganz so perfekt, oder? Güteklasse normal, würde ich sagen. Unabdit. So, Dakuma, da freust du dich, oder? Süßes Gewürz. Oh, das sieht echt lecker aus. Oh. Und? Ja, das hat gar nichts gegessen, dieses Dakuma-Ding. Aber sie freuen sich, das ist schön. Das ist doch schön. So, kleines Ding da hinten.
Wir kochen noch mal was. Wir schauen mal, was wir hier noch so Schönes haben. Rosenbohnen, dicker Lauch. Gemüse. Frittiertes. Das klingt doch lecker. Okay. Was ist denn so von dem Namen her meine Lieblingsbeere? Oh, Zitatsbeere. Das könnte cool werden. Die tue ich mal rein. Eine Apicobeere. Cool. Kakao, nee. Fuhe passt. Die lächelt mich auch noch an. Salka. Salka ist auch ganz schön cool. Lizzie. Tara und. Hier, komm. Ja. Yam, 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 yam. Tschüss. Oh, ich muss wieder. Ah, spammen, Leute, ey. Okay. Diesmal sind aber mehr Pokémon hier. Aber kein Dakuma. Wo ist das? Ihr Kakis. Kann ich auch so? Nee, also das bringt echt gar nichts. Okay, habe ich gescheckt. Ach, guck mal, andersherum geht's besser. Andersrum geht's besser. Oh, ich glaube, das ist zu schnell sonst. So. Sieht doch lecker aus, oder? Und rein damit. Super. Das sieht lecker aus. Aber ich mag keine Soßen, deswegen würde ich es, glaube ich, nicht essen. Aber solange sich die Pokémon freuen. Oh, Pommes. Ich esse die Pommes, okay? Ich esse die Pommes und ihr könnt den Rest essen. Lecker, 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 lecker. Ah, oh, super. Ram, 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 ram. Oh, Patinaraya. Super. Super. Ja, aufhören. Danke. Okay. Oh, Flummel entwickelt sich. Ach ne, Tragos. Okay. Cool. Dann entwickel dich mal. Kleiner. Ja, los. Keine Brötchen mehr haben. Kannst du dann bitte zwei? Okay. So, Knochenfellen-Pokémon. Knochenfellen-Pokémon, okay. Als es seine Trauer überwand, entwickelte es sich und wurde stärker. Mit seinem Knochen als Waffe stellt sich Knogger mutig seinen Feinden. Oh, ja. Und das süße Flurmel. Also mit Flurmel habe ich, glaube ich, oft Pokémon gespielt. Also Pokémon durchgespielt. Krabumps war sehr, sehr stark, fand ich immer. Obwohl, so oft habe ich es, glaube ich, nicht mit ihm durchgespielt, aber. Flummel war, glaube ich, schon oft in meinem Team. Ich glaube, mindestens zweimal, wenn ich Smaragd oder irgendwas anderes davon durchgespielt habe. Das glaube ich. Vor allem mit der. Ah, ne, das war gar nicht die Combo. Okay, also hier gibt es wirklich gar nichts mehr. Deswegen denke ich, wir können beruhigt weitergehen. So, wohin müssen wir nochmal? Karte. Wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Ort, weil irgendwie, keine Ahnung. Dann gehen wir da mal rein, in die Fleißebene. So, die Höhle haben wir aber noch gar nicht so wirklich erforscht, glaube ich, oder? Ah, doch, 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 haben wir. Doch, haben wir. So, hier haben wir den Wüstensektor. Oh, das ist ein Pokéball. Oh, das zu kriegen ist aber hier. Jetzt aber Glattbrocken. Okay. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Sandsturm, wenn der Träger die Attacke einsetzt. Oh, bitte nicht. Was liegt denn hier alles? Ein Kampfknochen? Ein Nugget? Ein Dicta?
stand denn da gerade? Achso, Wüstensektor, stimmt. Ein Rehorn, ein Rizeros. Ein, oh, Schlagbohrer, cool. Achso, ich sollte vielleicht mit ihm hier herumlaufen. Und ich rede mal mit dir. Oh, ich rede nicht mit dir. Denn sonst greift mich dieses Viech da an. Da hinten haben wir auch noch einen Pokéball. Hier haben wir noch irgendwas. Puppe. Die braucht man natürlich. Da hinten ist noch ein Pokéball. Also, Schützer ist echt cool. Damit können wir Rizeros entwickeln. Zu Rihornio. Aber jetzt habe ich ja schon gefangen, deswegen ist das nicht notwendig. Und hier haben wir eine TM. Gegenschlag, okay. Eine TP. Gegenschlag, okay. Ja. Ist in Ordnung. Sag gerade, was fliegt denn hier so herum? Ah, da ist noch ein Pokéball. Oh. Geh mal weg, bitte. Ich will jetzt nicht hier gegen dich kämpfen. Ein Feuerstein, nice. Finde ich auch gut. Was noch? Da ist Rihornio. Finde ich gut, dass man mittlerweile hier zumindest nicht mehr die Pokémon mit Tausch entwickeln muss. Ja, dass man nicht gezwungen wird, um einen Simsela oder sowas zu kriegen. Sondern dass man das tatsächlich auch hier einfach fangen kann. Das finde ich echt sehr nett von Nintendo. Das erleichtert es erleichtert einiges. Ja, Burnham, den holen wir uns auch. So. Dann sind wir hier, glaube ich, schon durch, oder? Oh, hier haben wir noch einen Dicti. Dicta. Wie viele fehlen uns hier noch? 5? Oh mein Gott. Heißt ja, hier an jeder Ecke müsste eins sein. Ja. Hier haben wir auch noch eins. Da geht's wieder rein. Okay, dann gehen wir mal kurz hier gucken. Hier, da ist nichts. Vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte rein. Na, was sagen die Büsche da? Die sagen, nee, danke. Hier könnte was sein. Hier ist aber auch nichts. Ein Gürtel. Ein Gürtel. Hab ich dich? Ich guck mal, ob ich dich hab. Ich glaube, ich hab dich nicht. Die Wolke sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Finde ich. Oh, habe ich schon. Okay, dann Flucht. Dann Flucht. Hier ist ein Ganoville. Das beschützt dieses hier. Dick da. Noch 3. Ah, oh, das müsste dann hier hinten irgendwo noch sein. Da ist eins. Nee, da war keins. Habe ich mir eingebildet. Wir haben eins. Für noch 2. Okay. Gut, die Augen offen lassen hier. Ja, da auch nicht. Also bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal hier gucken. Hier sehe ich aber auch nichts. Oh, diese ganzen Dickdas, Leute, ey. Ich dachte gerade, ich hätte da doch was gesehen. Das wäre es ja gewesen. Naja, okay. Dann gehen wir erstmal hier raus. Wo ist denn mein Ding? Ah, hier. Guck mal hier. Ist auch noch was. Tippi. Dankeschön. So, das wurde uns aber auch nicht abgehakt, ne? Ne, nicht wirklich. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zur Fahrt der Prüfung. Gehen wir da mal gucken. Und dann noch zum anderen Typ. Ah, du warst der Watttyp, ne? Watt ausgraben. Ja. Ja, graben wir mal wieder ein paar Watt aus hier. Ja. Ja. Ich habe nämlich gesehen, manche haben hier über 100.000 bekommen. Da dachte ich nur, oh mein Gott. Oh. Puh, mir geht nicht, mir tut alles weh. Diesmal habe ich insgesamt 37,5.
was ausgegraben. Habe ich die bekommen? Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es für dich. Sonst gibt es noch mal Ärger. Oh, hier haben wir noch einen Diktator. Boah, auf dieser ganzen Ebene. Das ist so wie bei Zelda, wenn man hier Zelda. Aber Zelda hört sich irgendwie cool an. So wie mit diesen ganzen. Wie heißen sie denn nochmal? Diese Knox. Knox. Wissen die so? Ja, ne? Ich glaube schon. Irgendwie so ähnlich. Komm gerade nicht auf den Namen, tut mir leid. So ähnlich ist das jetzt hier. Vaterrüstung. Hier habe ich gestern Scheinux gefangen. Das war süß. Und habe ich dich? Weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich dich hab. Doch, ich hab dich. Okay. So, muss ich mit dem Kleinen vielleicht schon in den Turm da rein? Wieso sollte sonst... Hier ist ein Diktator. Diktator, Diktator, noch vier. Wir gucken mal, was der Typ uns da sagt. Dieser Turm des Unlichts. Leider bist du noch nicht. Ich muss dich daher bitten zu gehen. Okay, kein Problem. Oh, hier geht's hinter. Mal gucken. Oh, hier liegt was. Next Strike. Oh, die kenne ich gar nicht. Eine TP, die ich nicht kenne. Ist ja was. Oh, da hinten scheint was in der Höhle zu sein. Das sieht aber sehr, sehr versteckt aus. Da gehen wir gleich auf jeden Fall mal gucken. Weil, was so versteckt ist, das ist ja... Wow. Wie komme ich denn... Ach, da komme ich rüber. Ja, ja, lass mich hier nur... Oh, da ist ein Pokéball. Holen wir uns auch noch. Hallo. Oh, Metallmantel, das ist super für... Oh Gott, ach, das ist mein Pokémon. Ich war gerade ein bisschen... Nee, das war kein... Kein Diktator. Okay. Irgendwo links, also. Irgendwo ist da noch ein Ausgang. Hallo, Flurme. Pokéball. Eisen, okay. Als ob Eisen neu ist. Als ob ich hier im Spiel noch nie ein Eisen aufgesammelt habe. Das glaube ich ja selbst nicht. Sehe die Mantua. Ah, hier ist tatsächlich ein Loch. Und ein Pokéball. Eisenschweif. Hm, cool. Eisenschweif ist cool. So, was haben wir hier? Ein Effex. Nee, habe ich schon. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wo musste ich denn jetzt hier hin? Ich hab's vergessen. Wir müssen... Ah, Kämpfergott. Ja, da bin ich ja. Da bin ich ja eigentlich. Nee, eigentlich bin ich ja hier. Ich meine, ich weiß noch nicht wirklich, was ich jetzt mit ihm soll. Aber wenn wir hier gleich draußen sind, dann können wir mal zum Boss fliegen. Und fragen, ob er jetzt mit mir genug Freundschaft hat, indem ich hier mit ihm hier herumgelaufen bin. Ein Schmerbel. Equip Session. Okay, da ist der Ausgang. Dann gehen wir mal. Wo auch immer. Ah, da bist du. Mann, die sind zu langsam alle. Mann. Oh, da hinten ist noch ein Pokéball. Den holen wir uns noch. Bevor wir losfliegen. Ach, für zwei will ich aber nicht. Oh, super. Aufhören. Aha, hier ist noch ein Diktator. Oh, nur 13 Stück hier. Puh. Ich hab nur kurz geguckt. Zauros, lass mich mal bitte. Carbon. Als ob es das vorher auch nicht gab.
Ist ja auch was hier, ey. Okay. Dann fliegen wir mal zu unserem Meister. Karte. Mal gucken, was er sagt. Alter, ist noch eine Fahne. Weißt du was, wir gehen mal kurz dazu der Fahne hin. Hier scheint wohl noch irgendwas zu sein. Haben wir irgendwas geschafft hier eigentlich? Ein Knogger. Okay, cool. In eine PC-Box bitte, danke. Hallöchen. Okay. Also hier hatten wir eigentlich. Das war es ja gerade für ein Pokémon, hast du ja. Hier ist aber gar nichts. Ja, hier unten. Beim Bahnhof. Nee. Also ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Wieso hier so ein Ausrufezeichen ist. Ich nicht verstehe. Okay, dann gehen wir mal ins Dojo rein. Und fragen, ob wir jetzt gut mit unserem Pokémon sind. Sonst muss ich mehr campen gehen. Ach. Junge, Junge. Na, lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und Akuma so läuft. Akuma! Fantastalionisch. Ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Akuma ist an deiner Seite prächtig gedient. Gedeihen oder gedient? Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Folgt mir bitte, ihr beiden. Hopp, hopp. Okay. Ja, können wir. Danke. Wollte mich schon beschweren. Wieso lauft ihr nicht los? Was ein schöner Tag zum Flanieren. Und wie? Im Regen. Oh, ist das schön. Puh, da werden wir. Hier sieht es gut aus. Also Lin und Akuma, wenn ihr wirklich stärker wollen wollt, dann schwitzt mal schön die Lörscher. Austragungsort dieses eigens für Akuma konzipierten Trainings sind die Türme der zwei Fäuste. Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Akumas zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welchen der zwei Türme ihr in Angriff nehmen wollt. In beiden Türmen erwarten dich 5 Etagen und 5 Trainer, die das Faustdick hinter den Ohren haben. Du sollst Akuma also gut trainieren und dadurch im Level aussteigen lassen, bevor du dich an dieser Herausforderung machst. Um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, musst du den Focus Force durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung und saust mit deinem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch auf einer der Turmspitzen zu treffen. So, okay. Ich bin ja dafür, dass wir Unlicht machen, weil ich glaube, dass die meisten Leute Wasser nehmen werden. Weil Wasser einfach cooler ist als Unlicht, würde ich sagen. Und wir Unlicht nehmen wollen, denn Wasser nimmt jeder. Ich glaube, Wasser nimmt jeder. Da bin ich schon sehr überzeugt von, dass Wasser tatsächlich jeder nimmt. Okay, Akuma. Müssen wir dich trainieren? Ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich dich so klein halten. Ist eigentlich echt süß. So. Dann Knogger kann auf jeden Fall wieder raus. So. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal Violet mit. Habe ich gefangen. Das war dieses große da hinten. Violet ist. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Also ich. Warte, wir können gleich mal Violet hinter uns her laufen lassen. Das fände ich lustig. ich würde auch ganz gerne zur Sicherheit Libeldra mitnehmen. Im Gegensatz zu Luxtra dann. So. Violet? Aha. Sieht schon funny aus. Ich finde es lustig, dass man es herumschieben kann. Okay. Ah, ne. Wir können ja dahin fliegen. Dann machen wir den Turm jetzt, ne? Würde ich sagen. Den Turm des Unlichts würde ich machen. Mache ich auch. Das
Ist mir egal, was ihr sagt, Leute. Ich weiß, Wasser ist viel, viel cooler und da sieht er auch etwas cooler aus, finde ich. Aber ich meine, später kann ich dann mit anderen tauschen, wenn die dann den Pokédex-Eintrag haben und muss nicht so lange suchen, bis ich jemanden habe, der das hier macht für mich. Und außerdem kann mein Wilder die Treppen hoch? Nee, kann es nicht. Okay, cool. Dann tun wir aber erstmal wieder ein anderes Pokémon nach vorne. Und zwar können wir Citra-King nach vorne tun. Ja, super. Guten Tag, ich komme. Ich bin gespannt auf die Türme. Wow. Und das war's mit dem Part, Leute. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.